Die Lola für den besten Dokumentarfilm geht an Citizen 4, Regie Laura Poitras. Berlin, 19. Juni. Laura Poitras Dokumentarfilm über den Whistleblower Edward Snowden wird mit dem Deutschen Filmpreis geehrt. Ihre Dankesrede nutzt sie gleich für ein politisches Statement. Mein Land steht auf der falschen Seite der Geschichte. Ich hoffe, Deutschland wird uns den Weg weisen und Edward Snowden politisches Asyl gewähren. Snowden hätte es bitter nötig. Dem Ex-Geheimdienstmitarbeiter drohen bis zu 30 Jahre Gefängnis, sollte er jemals wieder einen Fuß auf amerikanischen Boden setzen. Überwachungsgegner wie Edward Snowden werden beobachtet, verfolgt und sogar mit der Todesstrafe bedroht. Ihr einziger Ausweg bleibt oft das Exil. Und das gilt auch für diejenigen, die mit den Whistleblowern in engem Kontakt stehen. Ich musste mein Land verlassen, um diesen Film zu drehen. Ich danke all denen in Deutschland, die uns geholfen haben, besonders in Berlin, die mir Sicherheit, sicheren Raum geboten haben und mit mir den Film gemacht haben. Schon seit 2012 arbeitet Laura Poitras teilweise von Berlin aus, in der Hoffnung, hier ihr Material und vor allem ihre Quellen vor der NSA zu sichern. Berlin ist eine Hochburg für digitale Dissidenten geworden. Neben Poitras trifft man hier Sarah Harrison, Snowden-Beschützerin und rechte Hand von WikiLeaks Mastermind Julian Assange. Jacob Applebaum, Internetaktivist und WikiLeaks-Unterstützer, Berliner seit knapp 2 Jahren. Annie Marchand, ehemalige Agentin des britischen Inlandsgeheimdienstes MI5. Auch sie hat ihrem Heimatland den Rücken gekehrt. Ich könnte nicht dauerhaft in Großbritannien leben, nein. Großbritannien ist bekannt dafür, dass Spione so ziemlich alles machen können, was sie wollen. Was mich sehr beunruhigt hat, vor ein paar Jahren wurde mein Handy gehackt. Jemand von außen hat offenbar versucht, alles aufzunehmen, was um mich herum geschah. Annie Marchand wurde zum Staatsfeind, als sie vor knapp 20 Jahren die Seiten wechselte. Aus der Geheimagentin wurde die Whistleblowerin, die zusammen mit ihrem Kollegen und damaligen Partner illegale Vorgänge innerhalb des MI5 veröffentlichte. Wir haben versucht, etwas von innen heraus zu verändern. Doch uns wurde gesagt, wir sollten den Mund halten. Da entschieden wir uns, die Öffentlichkeit über die Verbrechen der Spione zu informieren. Das war im Zusammenhang mit dem Fall Gaddafi 1996, als der MI6, der James Bond des britischen Geheimdienstes, einen illegalen Mordanschlag auf Gaddafi initiierte. Der lief schief und unschuldige Menschen wurden getötet. Da wurde uns klar, dass unser Geheimdienst zu einem staatlichen Unterstützer des Terrorismus geworden war. Diese Geschichte steckte das Paar der britischen Presse. Danach musste es fliehen, 3 Jahre lang quer durch Europa. Annie Marchand kam, anders als ihr Partner, um eine Gefängnisstrafe herum. Nun lebt sie aus dem Koffer und arbeitet häufig von Berlin aus. Mundtot machen lässt sie sich nicht. Aber warum ist ausgerechnet Berlin zu einem beliebten Arbeitsplatz für digitale Dissidenten geworden? Ausgerechnet die Stadt, die im letzten Jahrhundert 2-mal fest im Griff von Geheimdiensten war, von Gestapo und Stasi. Wir fragen den Netzaktivisten Markus Beckedahl. Er kennt viele der digitalen Dissidenten. Seit Jahren versucht er, die deutschen Politiker davon zu überzeugen, die Privatsphäre der Bürger zu schützen. Wir haben ein starkes Bundesverfassungsgericht und ein starkes Grundgesetz, was uns, sagen wir mal, eine bessere Position bringt als Großbritannien. Dazu haben wir als deutsche Gesellschaft Erfahrungen mit 2 Diktaturen in den letzten 100 Jahren gemacht und vor allen Dingen dann auch in Westdeutschland die neuen sozialen Bewegungen in den 70ern mit dem ganzen RAF-Terror beziehungsweise wie der Staat dann überreagierte. Und das führt natürlich zu Misstrauen gegenüber dem Staat vor mehr Überwachungsmaßnahmen. Eine Demokratie kann jederzeit in eine Diktatur abrutschen. Und dann ist es gut, wenn die Instrumente zur totalen Überwachung nicht einfach geerbt werden können. Auch deshalb müssen die Geheimdienste streng von den Parlamenten überwacht werden.
Es ist ein gutes Zeichen, dass es in Deutschland einen NSA-Untersuchungsausschuss gibt. Ich wünschte, in den USA gäbe es das auch. Wie weit die Deutschen gehen werden, weiß ich natürlich nicht. Aber sie sollten Snowden einladen, damit er aussagt. Denn er hat Insiderwissen und ist ein wichtiger Zeuge. Die Deutschen haben bloß Angst, die Amerikaner zu verärgern. Ganz so viel besser als die Armee sind die Deutschen also auch nicht. Es sieht im Moment nicht so aus, als würde Snowden eines Tages Berliner werden können.